Da gab es ja jetzt ein paar Aufträge zu erfüllen. Warum leuchtet denn unser Freund noch? Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Toten, so gibt es nur einen Gott. Wir rennen hier bloß ein bisschen rum. Was ist denn mit dir? Schön euch zu sehen, Wächter. Ihr setzt euch zur Wehr, was? Ja, aber es geht doch nichts. Ich verfolge eine Spur im Palastviertel. Ich weiß, ihr könnt dort jetzt... Ja. Da komme ich nicht hin, das ist richtig. Schön euch zu sehen, Wächter. Ihr setzt euch zur Wehr. Ich bereite etwas vor. Das absolut perfekte Ziel. Das wird euer bisher bedeutendstes Verbrechen. Aber noch hat sich die Gelegenheit... Vielleicht möchtet ihr etwas anderes... Ja, ja. Noch hat sich die Gelegenheit nicht... Oh, ich habe hier was erfüllt. Nur eine Welt, ein Leben, die tiefe Dunkelheit vor dem ersten Licht der Morgendämmerung scheint unendlich zu sein. Doch wisset, dass die Sonne immer wieder aufgeht. Na toll. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Die tiefe Dunkelheit vor dem ersten Licht der Morgendämmerung scheint unendlich zu sein. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Ich hab mich angegriffen. Das ist nicht meine Schuld. Warum hat er mich nur angegriffen? Weiß ich nicht. Ja, sie sollten lernen, sich nicht mit uns anzulegen, was? Genau. Ich meine, er wird doch einfach verschwinden, richtig? Ja, ich schmeiß ihn ins nächste Klo. Was sind denn hier überall für Punkte? Kantorin Rosamund Kirche. Slim, der hat aber nichts. Ansonsten gibt's nichts weiter. Ach so, ja, denn die Typen erstmal in der Deponie schmeißen. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und eine Leichen in den Brunnen zu schmeißen, wie ist natürlich gut. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere dafür geeignet, einen Leichnam loszuwerden. Er wird nur ein weiterer Sack Müll mit sein, der aus der Stadt gespült wird. Habt ihr kein Trinkwasser? Gut. Weiter. Das ist wahrlich ein Wunder. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Bla bla bla. Genau, hier komme ich jetzt nicht rein. Hier ist noch ein Schüler. Was ist? Ich habe zu tun. Jetzt nicht mehr, du bist entlassen, du Drecksack. Was besagt sie? Ich wusste, dass das geschehen würde. Ausgerechnet jetzt, wo langsam alles gut wird. Nun... Ich nehme an, ich sollte euch danken, ne? Besser ist das für deine Gesundheit. Best aktualisiert, du hast alle drei Kehre zur Gemeinschaft der Markte zurück, um eine Belohnung zu erhalten. Das kann ich dann später machen. Zwergenhandwerk. Muss ich überlegen. Zu dem Drecksack muss ich auch noch, aber erstmal gehe ich hier durch die Stadt. Ich soll zur Perle gehen. Das erste Ziel. Natürlich erstmal ein kleiner Überfall, das ist logisch. Kleiner Rim. Wenn Logan hier sagen hat... Mal hier, Männer! Als ich hörte, dass einer der berühmten grauen Wächter die Leute bestiehlt, dachte ich noch, das kann nicht sein! Was? Aber hier ist sie! Es scheint, als seien die Wächter tief gesunken. Ha! Tötet sie, Männer! Hey, wartet mal! Ja gut, Ich sehe schon, wie das ausgeht. Scheiße, sind das viele. Scheinen keine schweren Gegner zu sein. Wie machst du denn das? Ich lass die erstmal kämpfen, was soll ich denn hier machen? Komm, du musst hier hoch. Schalte die Bogenschützen aus. Gut. Ja, ja, bei Stan passiert genau das, was ich vermutet habe. bei Saffron. Geh halt runter. Heften. Stan, alter Knabe, jetzt wird's eng. Und Glenn halt rank. Oh mein Gott, der. Das geht so schnell runter, denn seine Gesundheit. Der hat eine super Rüstung an.
zwar rumgefallen. Völlig logisch. Saffron, Heilung. Alistair, Heilung. Okay, gut. Heilung, alle beide. Bringt nichts, muss ich deinen Hunderte wieder herstellen. Brauchst du mit Haufenweise Geld. Wo ist mein Ziel? Stan ist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch, Stan. Wo willst du denn hin, du Feigling? War gleich mal ein leichter Kampf. Na los, hoch mit dir, Stan. Ah, shit. Es kam ein bisschen spät, dein Stufenabstieg. Ein weiteres Argument für Disziplin. Und keinesfalls eine Antwort für den Arishok. Ja, ja, aber eine Antwort, dass du nur Konstitution brauchst. Todesstoß passiv. Ausdauer wiederhergestellt. Was ist das? Rüstungstrennung. Aktiviert. Was ist das? Befreiung. Perfekter Schlag. Immer das. Na los, mal sehen, was die mit haben. Die werden nichts mit haben, nur Schrott. Also Elfenwurzel ist zum Beispiel nichts. Nichts. Ist schon okay. Metallsplitter. Also ein Kopf gezogen. Vier Silberlinge. Ich weiß gar nicht, was die Typen sich leisten. Was sind das? Karte der Stadt und das? Karte der Stadt. Also völlig egal, wo wir lang gehen. Das war ein Kampf. Gleiches Ende bedeutet. Wie ihr meint. Anderswelt. Warum nennen Sie das ein Stunden? Sagt eurem Hauptmann, dass unser Abkommen nun besiegelt ist. Oder doch? Manchmal dauert es eine Stunde, glaubt mir das, aber meistens nicht. Hört mit eurem Spielchen auf, Isabella. Euch, wir wollen unser Geld zurück. Schön, dass er uns nicht vergessen hat. Willkommen in der Perle. Ich bin Sanga, die Besitzerin. Bitte setzt euch und macht es euch bequem. Jeder hier ist ein Meister seines Fachs. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Ich fürchte, ihr werdet einer nach dem anderen gehen müssen. Unsere Zimmer sind nicht groß genug für so viele Leute. Aber darüber können wir uns gleich unterhalten. Also, was soll ich euch zeigen? Die Männer oder die Frauen? Oder hättet ihr gerne eine Auswahl von beiden? Ich hätte gerne einen Hund. Die Männer, Frauen, Auswahl überrascht mich. Ja, schon gut. Ich will ja eigentlich Ordnung sorgen. Kommt bald wieder. Ach so. Gut. Jetzt verschwindet und seid dankbar, dass ich nur euer Gold genommen habe. Idioten. Sie ist so gut, sagt sie. Und wen haben wir denn hier?
Wollt ihr euch entschuldigen, dass ihr mich ohne meinen Gemahl zurückgelassen habt und dann spurlos verschwunden seid? Ihr wisst, dass es rein geschäftlich war, Isabella. Und wie ich sehe, habt auch ihr davon profitiert. Ihr habt das Schiff geerbt, nehme ich an. Ich habe den schmierigen Bastard nie gemocht. Und die Sirene behandelt mich deutlich besser als ihn. Ihr kennt euch? In der Tat. Das hier ist Isabella, die Königin der östlichen Meere und schärfste Klinge in ganz Lomarin. Und ihr, meine liebe Isabella, werdet es zweifellos amüsant finden, dass ich mit einem grauen Wächter reise. Ein grauer Wächter? Entzückend. Eure Kampfkünste sind beeindruckend. Ich vermute, ihr habt das kleine Drama mit angesehen. Kein jämmerlicher Schläger war mir jemals gewachsen. Sie sind zu unbeholfen und berechenbar. Ich kämpfe mit Schnelligkeit und Raffinesse, statt mit roher Gewalt und Kraft. Ich nenne mich einen Duellanten, weil ich meine Fähigkeiten im Laufe der Jahre in Duellen gegen Krieger weiterentwickelt habe. Könnte ich mich mit euch duellieren? Wie gesagt, ist es besser, sich nicht treffen zu lassen. Am besten ist es allerdings, überhaupt nicht in Kämpfe zu geraten. Könnt ihr mich lernen, was ihr wisst? Eine ungewöhnliche Bitte von einer gefürchteten Streiterin gegen die dunkle Brut. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr von mir lernen wollt, Herzchen. Ihr werdet Jahre brauchen, diesen Stil wahrhaft zu meistern. Aber ich kann euch die Grundlagen lehren. Allerdings möchte ich meine potenzielle Schülerin besser kennenlernen. Also lasst uns etwas zu trinken bestellen und erweist mir die Ehre eines Spiels. Okay, was spielen wir? Habt ihr jemals Sündenfall gespielt? Natürlich. Die Regeln sind einfach, aber es ist schwierig, Las Vegas. Darin wirklich gut zu werden. Ihr müsst das Spiel eures Gegners ebenso im Auge behalten wie euer eigenes. Bevor wir anfangen, müssen die Karten gemischt werden. Soll ich das übernehmen oder möchtet ihr... Nein, lass mich mal mischen, danke. Gut, dann fangt an. Stehlen, beim Mischen einige gute Karten einstecken. Seid ihr endlich soweit? Jeder beginnt mit 5 Karten. Möge der raffiniertere Spieler gewinnen. Der Dolch der gewundenen Schlange, darauf habe ich gewartet. Versuchen eine Siegkarte vom Stapel zu stehlen. Der Engel des Todes. Das Spiel ist beendet. Wir müssen beide unsere Blätter aufdecken. Ihr habt 2 Engel und 3 Ritter und alle mit dem gleichen Motiv. Das ist eines der besten Blätter, die ich je gesehen habe. Ihr habt gewonnen. War ja einfach. Ihr habt bewiesen, dass ihr sowohl schnell als auch einfallsreich seid. Es wäre mir eine Ehre, meine Fähigkeiten an euch weiterzugeben. Na, dann schieß los. Kommt, wir brauchen dafür ein wenig Platz. Was bildet die aus? Bin ich nicht schon Duellant? Klar bin ich Duellant. Hier, Duellkampf, ja. Wo war das gleich? Am Anfang. Ja, hier. Ich bin Duellant. Shit. Ich glaube nicht, dass ich euch noch etwas beibringen kann. Vielleicht könntet ihr ja weitererzählen, woher ihr euer Wissen habt. Ja, natürlich. Aus dem Buch hier. Rune und der Werwolf. Dreh um und geh wieder, Fremde. Das hier betrifft nur die weißen Falken. Auf Befehl der Wache verlass dieses Etablissement. Hör sich einer diese Wache an. Du gibst uns Anweisungen? Adlige wollen aufrechte, verlässliche Soldaten. Kein Gesindel. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Männer, wir gehen. Wir wollen doch Logain nicht verärgern, oder? Sagt Kailan, ich schulde ihm was. Okay, super. Was ist das? Ich kann es nicht lesen.
Tavernenreißer? Benehmt euch hier! Ach, ein Rausschmeißer! Ein Rausschmeißer. Muss bloß erstmal ein bisschen was mitnehmen. Auch Kohle. 99 Sovereigns. Kann nicht geknackt werden. Ach, hier ist unser Freund. Der Bauer, Kirche, Templer, wer auch immer, rettet mich! Ich wollte ihn nicht töten. Nein, nein. Ich. Es war ein ich Unfall. Ich hätte das schon geschafft. Da. Danke. Ich sollte mich lieber irgendwo verstecken. Schieb ab. Wundumschlag. Ich sollte mich irgendwo verstecken. Geh mir lieber aus der Sonne. Was? Ach! Die Parole hole ich mir noch. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich Hornochse. Wie lautet die Parole? Das ist dieses Aushängeschild. Ach, Mensch. Bratwurst. Bratwurst, das ist gut. Die Parole ist... Moment. Wo ist das? Hier, Marktviertel. Gehe ich nochmal zurück. Ich versuche zurückzugehen. Kommt natürlich wieder ein Überfall. Völlig logisch. Ich hatte gehofft, euch zu treffen. Ich habe gehört, was in der Perle geschehen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber sie sind alle ohne Aufhebens abgezogen. Die Arbeiter in der Perle werden... Niemand außer mir gibt meinen Männern Befehle. Eine kleine Lektion in Respekt wäre angebracht. Ich verstehe. Haltet euch nicht damit auf, dieses Gesindel zu verschonen. Hier wird es gleich unschön. Na toll. Was ist denn hier alles? Ein gefährlicher, wenn ich das richtig sehe. Das sind alles wieder Bogenschützen. Ich muss die Bogenschützen ausschalten. Obwohl, es ist ein Bogenschütze. Oh, ja. Geh mal lieber mit dir dahinter jetzt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist ein ganz schöner... Das ist ein Massenkampf. Das ist mal ein schönes Bild. Komm schon, Baby, mach. Und ran ans Fett. Okay, gut. Gute Arbeit. Es gibt wirklich Leute, die euch freiwillig angreifen? Ja, das kann ich ja sagen. Wie dumm kann man sein? Hier ist die versprochene Bezahlung. Wenn ihr interessiert seid, hätte ich vielleicht noch mehr Arbeit für euch. Aber ich kehre jetzt ins Händlerviertel zurück. Die Seitengassen sind einfach zu gefährlich für mich. Obwohl der auch gut gekämpft hat, der Typ. Puh, ich bin froh, dass wir es überlebt haben. Nicht mal Heiltrank gebraucht. Aod, Silberit. Kritische Trefferchance im Nahkampf, Feuerresistenz, Feuerschaden. Kriegsaxt. Wäre nicht schlecht. Eine richtige Geschichte, die Waffe. Das ist bloß die einen. Haben ja viele Waffengeschichten. Der hier, wie heißt der? Saffron. Saffron ist bei Geschick 41, was gar nicht übel ist. Wo ist denn der bei Zweihandwaffen? Das könnte er werden. Die Axt als Zweitwaffe wäre für ihn sicherlich auch sehr, sehr vorteilhaft. Kann sie erstmal aufheben. Das ist wieder Karte der Stadt. Mehr wird es ja nicht geben. Nein. Na los, dann gehen wir auch zum Marktviertel.
Das ist ja mal geil. Da kommst du alle 3 Meter überfallen in der Stadt. Da ist der Wächter, dieser diebische Abschaum. Seid vorsichtig. Eine Patrouille wurde bereits ausgelöscht. Zum Angriff! Ach du Scheiße. Moment, ich will mir das einfallen lassen. Die Schützen hier oben dürfen nicht zum Einsatz kommen. Dann greift mal die an. Saffron, du bist hier, du greifst den an. So. Alistair, du bist hier, du machst den nieder. Stan, du bist hier, du greifst den an. Du gehst natürlich zurück. Weg mit dir. Genau so. Und das. Ja, gut. Und das. Gut, 2 Tote. Wir sind trotzdem in Reichweite von diesen ganzen Bogenschützen, was übel ist. Saffron, na du bist hier vorne, ist mir klar. Heilung. Okay, gut. Greif den an. Ist der Lock schon am Boden? Wir müssen erst die Typen ausschalten, anders geht's nun mal nicht. Du kriegst das. Und die leichten. Einmal leicht. Komm, mach. Leicht. Und du auch leicht. Der Misa hält durch. Na komm, kämpf. Habe ich noch gelobt. Gut, der ist hin. Nächster. Gute Arbeit. Leichter Heiltrank. Stan nicht. Die Konstitution hat es speziell gemacht. Massig Bogenschützen, aber die können keinen Spezialschuss machen. Aber es sind trotzdem... Oh Gott, sind das viele. Natürlich. Das war schön. Du machst das sehr gut, Baby. Ist der eine schon enthauptet. Bleiben wir unsere Freunde. Die hängen ja an der Brücke fest. Schöner Treffer. Der ist fast hin. Nochmal das. Yes, gute Arbeit. Dann weiterkämpfen. Die Schlacht hat endlich angefangen. Kommt der lustige Teil. Okay, jetzt sind sie am Arsch. Wir arbeiten gut zusammen. Ja, das habt ihr sehr gut gemacht, Freunde. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Der typische Wächter. Ja. Natürlich. Natürlich nur Schundnet. Was ist das? Karte der Stadt und Karte der Stadt, schätze ich. Ja. Ja. Ich brauche mal einen Überblick. Ich glaube, so viele Wundumschläge habe ich nicht mehr. Ich brauche unbedingt neue. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin jetzt bei 102 Sovereigns. War noch 4 Sovereigns. Ich meine, ich habe ja auch noch was zum Verkaufen mit.
Und zwar, das hier hinten ist das. Grauer Wächterplakat. Hab ich nicht gelesen. Glaubt den Lügen nicht, die Freunde der grauen Wächter sammeln sich. Die verbogene Perle hütet den Schlüssel zum Widerstand. Die Gryphons werden sich wieder erheben. Und das ist das Lösungswort. Wir haben uns zwar angegriffen, aber ist ja egal. Gesindeviertel der Elfen komme ich eh nicht rein. Zu unserem Hauptmann gehe ich jetzt nochmal. Gestern waren hier ein paar Kerle mit wilden Geschichten über Radcliffe. Hast du sie schon gehört? Dass sich die Toten erheben und alle in Radcliffe umbringen? Naja. Alte Geschichte. Schön, dass ihr zurück seid. Braucht ihr noch etwas? Aus der Taverne zum müden Adligen kommen Beschwerden, dass einige Söldner dort eingedrungen sind. Es gab keine Gewalt, aber vermutlich stören die Söldner die Adligen bei ihrer feinen Konversation. Jagt das Pack einfach dort hinaus. Die Wirtin stört sich nicht an ein wenig Blutvergießen oder Sport, wie sie es genannt hat. Der Hauptmann meinte, Denerim würde ein paar tote Söldner nicht vermissen. Tut, was ihr tun müsst und viel Glück dabei. Ja, geht klar. Wenn wir schon stehlen, dann richtig. Nicht zu stehlen. Ach so, die habe ich schon beklaut gehabt. Nicht zu stehlen. Na gut. Okay, aber lieber speichern. Was glotzt du so? Wir sind die roten Ruderer. Ihr seid ja nicht erwünscht. Oh, du bedrohst uns. Wir sind Veteranen vieler Schlachten. Du bist nichts. Das haben schon viele behauptet. Ihr hattet eure Chance. Tja, dann ist es Zeit für ein bisschen Training. Die Wirtin hat das Sport genannt. Okay, was ist denn hier? Müll, 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 zwei Starke. Da brauche ich aber Alistair hier bei dem Typ. Du greifst den an. Und Stan, du greifst den an. Knaufschlag. Du greifst den an. Na komm! Ran! Komm schon, mach den nieder! Ah, siehst du, die kippen um wie gar nichts. Okay. Gute Arbeit. Rote Ruderer. Was für Loser. Was ist euer Begehr? Ich möchte noch über was Persönliches sprechen. Oh, könnte interessant werden. Worüber wollt ihr reden? Ihr habt sicherlich viel Erfahrung mit Frauen, meine ich. Das ist ein heikles Thema, werte Dame. Wollt ihr darin wirklich eintauchen? Waren es so viele? Wie ihr wünscht. Ich möchte vorausschicken, dass es in der Tat einiges zu erzählen gibt. Und zwar nicht nur von Frauen. Findet ihr das anstößig? Sollte ich? Möglich. Das überlasse ich ganz euch. Ich wuchs in einem Bordell auf, meine Liebe. Guter Sex ist eine Frage der Technik. Und das ist meine einzige Richtschnur. Ziehe ich Frauen vor? Ja. Ich denke schon, aber die Krähen verlangen von ihren Rekruten eine gewisse Aufgeschlossenheit. Und das aus gutem Grund. Was für ein Grund wäre das? Ich musste als Meuchelmörder viele Dinge tun. Manche waren angenehm, andere weniger. Die Krähen rekrutieren Elfen, weil die Menschen uns für schön halten. Den Rest könnt ihr euch denken. An meiner Vergangenheit kann ich nichts ändern. Ich bereue viel, aber sicher nicht, dass ich mit Männern und Frauen das Lager geteilt habe. Und wenn ihr damit nicht zurechtkommt, nun, es ist gut, dass wir das jetzt beide wissen. Es klingt, als hättet ihr schon einiges durchgemacht. Ach, das sind nur ein paar alte Narben, nichts weiter. Beachtet sie gar nicht, so wie ich.
Vielleicht verblassen sie eines Tages. Ah, genug von der Vergangenheit. Wichtig ist, was vor uns liegt. Stimmt's? Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wie ihr meint. Weiß nicht, ob was darf es denn sein, Fremde? Noch was hat. Ne, das war die Korrespondensis, bla bla bla. Problemlösung, da bin ich dabei. Verhandlungshilfen. Ach ja, 15 Giftextrakte. Das muss ich ja auch noch beschaffen lassen. Die Giftextrakte sind nicht teuer. Ja. 15 brauche ich davon. Und wie viele Giftextrakte habe ich zur Verfügung? Hier war es gerade. Hier natürlich. 12. Brauch bloß noch 3. Na, die krieg ich bei uns im Lager, die Giftextrakte. Das ist null Problemo. Jetzt hole ich mir erstmal hier noch ein bisschen Geld ab. Von unserem freundlichen Hauptmann. Edwina sendet euch ihren Dank, dass ihr euch um die roten Ruderer gekümmert habt. Sie hat ihren Sport bekommen und ist so zufrieden wie ein Schwein im Schlamm. Das ist eure Bezahlung. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Danke, Feldwebel. Nochmal 3 Sovereigns drauf. Ah, es wird knapp. Es wird knapp. Noch 2 Sovereigns, da kann ich ruhig ein Gewissens das Ding kaufen. Hast du von den Magiern im Kalenhardsee gehört? Die haben sich alle in Dämonen verwandelt. Ja, ja, das kennen wir. Ich war dabei. Also erst nochmal zur Perle. Wenn ich da hinkomme. Ich komme tatsächlich dorthin. Ich glaube es kaum. Ich kenne jetzt das Lösungswort. Es lautet Tod. Es sind Drecksäcke. Vorsicht. Die Gryphons werden sich erheben. Kommt rein. Noch ein Anhänger der Grauen Wächter. Nicht nur ein Anhänger, Payden. Das ist ein grauer Wächter. Das ist die, nach der Arlhau sucht. Ein Wächter ist uns in die Falle gegangen? Erst und letzte Chance. Ergebt euch! Geht jetzt, ihr Narren, dann bleibt ihr am Leben. Wir sind keine einfachen Wachenwächter. Wir sind Hauselite. Chevra, Tennant und Javi, lasst uns gemeinsam einen Wächter töten. Wie viel sind es? 4 Leute. Wir sind auch 4. Okay. Moment. Stan ist hier. Alistair ist rum. Du schlägst Stan nieder. Stan, du schlägst Stan nieder. Saffron macht irgendwas und ich muss die Alte ausschalten. Okay. Er muss erst mal rankommen an diese Mistkuh. Nicht viel Platz hier. Gut gemacht. Wie sieht's aus? Gesundheit ist perfekt. Verkrüppeln ist gut. Yes! Das war gut. Enthauptet. Ich sehe es gar nicht, wo hier jemand steht. Meinst du doch nicht etwa ernst? Das habt ihr gut gemacht. Saffron hat ganz schön was drauf gekriegt, aber der hat ja auch keine richtige Rüstung an. Das ist das. Den hat's glaube ich ins Bett geschleudert, ja. Gunari, Drecksack. Die Alte wurde enthauptet. Pedens Befehle. Bekomme ich die zu sehen? Na, das ist bei Questgegenständen, schätze ich. Ja, hier. In diesem Schriftstück gratuliert Arlhau Payden zu seinem Einfallsreichtum beim Fangen so vieler Anhänger der Grauen Wächter und erhöht ab dieser herausragenden Leistung ab sofort die Kopfgeldprämie. Arlhau. Das Schwein. Gut. Haben wir diese Drecksäcke nämlich erledigt. Die haben viele von unseren Anhängern getötet. Dafür haben sie schon tot verdient. Wird erledigt.
Gut. Also gut, dreckige Seitengasse Nummer 1. Muss erst mal hinkommen. Naja, ich sehe es. Position halten. Halte die Position. Jetzt kommt ihr Idioten. Und Kampf. Zu Befehl. Wo willst du denn hin, du Spast? Ja. Aber schon hin. Wie wär's mal mit Sterben? War bloß eine Kinderfalle. Ja. Lasse. Na, auf was schießt du, Idiot? Auf was schießt du? Denn hin? Das macht Schaden, den hat's gleich erledigt. Gut. Da gibt's sogar irgendwas. Was ist das? Karte der Stadt. Ja, Elfenwurzel nehme ich immer gerne mit. Wird erledigt. Na, hier bin ich hergekommen. Hier geht's weiter. Natürlich. Position halten, das sieht auch wieder wie Falle aus. Halt, hab ich gesagt. Das ist unser Gebiet. Wieder so ein Komiker. Wer ist denn der Komiker? Der hier. Schon liegt er im Dreck. Na komm, schlag zu, Mädel. Tut ja Sinn. Und drauf. Weggedroschen, das ist gut. Tanja? Ja? Ich habe einen Brief der Blickstone Freischärler für euch. Gut. Lasst mich mal sehen.
Ich hatte befürchtet, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Tut mir leid. Ich hoffe, er liegt jetzt nicht hier. Hier ist eine Tür von den Blutmagier-Verwandten. Wird erledigt. Blutige Warnung. Geh nach Denorim und bla bla bla. Gemeinschaft der Magier war das. Brasilienwald. Drei Entlassungsschreiben. Orte der Macht muss ich noch finden. Plexo und Freischärler. Überbringe 4 Todesnachrichten. Larana war ich. Irina in Redcliffe. Sarah und Tanja in Denarim. Ich glaube in Redcliffe, der hatte ich das auch gesagt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Oder war es Sarah und Tanja? Sarah, Tanja und Larana. Irenia war ich noch nicht. Liefere die Nachschätzung und klar. Ja. Wie ihr meint. Sehr schön. Was ist das? Merkwürdiger Schuppen. Was ist das? Du weißt doch, wer da wohnt. Mein alter Freund Gag Sang. Da könntest du jetzt ja mal hingehen, da wärst du sofort tot. Mein alter Freund Gag Sang.